Solange die Macht des Zirkels noch wirkt. Ihr habt recht. Viel Zeit ist vergangen. Diese Welt hat sich verändert, wenn man sie überhaupt noch so nennen will. Ich habe mein Opfer für eine andere Welt gebracht. Eine Welt ohne Portale oder Wesen, wie ihr eines seid. Wahnsinnige Magier haben diese Welt und mich zu dem gemacht, was wir sind. Für uns gibt es kein Zurück. Für mich auch nicht. Mein Platz ist an der Seite Arens bis zum Ende der Zeit. Lasst uns zu Arin aufbrechen. Ja, das werden wir. Aber der Frostweber wird uns nicht anhören. Er wird mich nicht einmal erkennen. Der Dunkle hat einen Bann um Arin gewoben und ihm seine Sinne geraubt. Nur so war es dem Dunklen möglich, mich zu verschleppen. Dieser Bann muss gebrochen werden. Arin muss aus seinem Zorneswahn aufwachen. Aber dafür müsst ihr ihn schwächen. Es wird nicht einfach, aber ihr werdet gegen den Frostweber kämpfen müssen. Nur wenn er schwach ist, kann ich den Bann brechen und er wird mich erkennen. Gegen den Frostweber kämpfen? Es gibt keinen anderen Weg. Aber noch liegt der Gletscher mit seinen Gefahren vor uns. Meinen Schwestern verbietet der Glaube, gegen Arin zu kämpfen. Aber ich hörte, die Zwerge haben bereits Hilfe geschickt. Man wird euch die heiligen Tore öffnen. Geht nach Norden in den Gletscherbruch. Wir treffen uns dort. Ja, die Welt hat sich verändert. Winterdrache. Das heißt, zur Rückkehr nach Tirgernach haben wir auch schon. Arin hat den großen Gletscher in seinem Zorn zerschmettert. Noch ist er schwach, aber bald wird er fliegen. Ihr müsst ihm gegenübertreten, bevor dies geschieht. Reist zum Gletscherbruch durch das Portal im Norden von Tirgernach. Durchquert das Portal zum Gletscherbruch. Auf dem geborstenen Gletscher werdet ihr den wütenden Arin finden. Ihr müsst den Bann, der auf ihm liegt, schwächen, damit Senven wieder zu ihm sprechen kann. Ja, damit beginnt die letzte Etappe vom Breath of Winter. Auf mein Kommando. Folgt mir. Also ich damit sagen will, wir sind schon fast vor dem Ende. Also ja, Breath of Winter ist kürzer als Order of Dawn. Und los. Ist aber trotzdem ein Abenteuer, was seinesgleichen sucht. Sofort. Wenn wir uns überlegen, wo wir angefangen haben mit den Sümpfen Miraturs. Vorwärts. Also in den Sümpfen Urgas. Schnell. Haben uns hoch zu den eisigen Spitzen Tirgernachs gekämpft. Mir nach. Durch die untoten Und los. Vorlande Fastholms. Ins Herz des Roten Imperiums Shaldun und in den Abgrund, wo der Fjalldag residiert hat. Schnell! Um jetzt den Frostweber-Gletscher zu erobern. Mir nach! Mehr oder weniger. Schnell! Sofort! Zum Angriff! Schlag sie zurück! Auf meinen Befehl. Feindlicher Angriff! Kämpft, Männer! Kostet meine Klinge! Bereit! Und schließt die Reihen! Für die Rune! Die Rune Ruf? Ja, und los! Oh, das gibt sogar noch Zauber hier zu plündern. Kämpft, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Ein Angriff! Feinde! Auf meinen Befehl. Vorwärts. Schnell! Hier wird es jetzt gerade etwas grün. Für die Rune! Kostet meine Klinge. Lasst hören. Verstärkt die Deckung!
Linien müssen halten. Auf mein Kommando. Vorwärts. Okay. Auf mein Zeichen. Und los. Ich muss dran denken, der Einzige, der gerade eine Heilaura hat, bin ich selber. Die habe ich nicht an. Kostet meine Klinge. Auf mein Mir nach. Haltet durch, Männer! Ah ja, wir haben auch ein gutes Stück. Hier, sofort. Nur, dass die Schneedrachlinge an sich jetzt nicht das Problem sein dürften. Mir nach! Kämpft, Männer! Also, solange nicht eine ganze Horde kommt. Auf mein Kommando. Mir nach. Vorwärts. Schnell. Ja, da ist ja schon das Portal und Bluttatze bewacht das Portal hier, auch sofort. Noch. Mir nach. Für die Rune. Runenkrieger zu mir. Schließ die Reihen! Auf meinen Befehl. Folgt mir. Hier. Schnell! Schnell! So, dann hauen wir mal alles gegen Bluttatze, was wir haben. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Ein Angriff! Feinde! Okay, so stark ist Bluttatze nicht. Wird mir vor allem Panzer der Gerechten. Und ein Diamant. Menno, kann ich nicht tragen. Ja, da hätte ich voll und ganz auf schwere Kriegskunst, Stärke und Ausdauer gehen müssen. Komm ja nicht mal auf 11. Bereit. So, das heißt, ab auf den Gletscherbruch. Sprecht mit den Zwergen. Sie werden euch helfen. Ich werde hier warten und mein Lied für den Drachen vorbereiten. Also ja, da oben ist Murim. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Oder bin ich eingefroren? Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt.
Oh, ich habe vier Dark besiegt, also Linien müssen halten. Mehr jetzt Probleme machen könntest. Und da ist ein Torwächterdrache da oben. Oh, da ist das Heldenportal, das ist gut. Willkommen im Gletscherbruch. Sieht so aus, als hätten wir eine harte Schlacht vor uns. Ihr kommt als Unterstützung von den Zwergen? Ei, ich entbiete euch Grüße von König Ragnar aus Fastholme. Wir kennen dieses Land und stehen zur Hilfe bereit. Der Gletscher hier birgt nicht viele Rohstoffe, die ihr nutzen könntet. Aber tief unter dem Eis liegen alte Minen und Lager der Zwerge. Meine Leute kennen die alten Stollen. Sie werden euch bringen, was sie dort an Nützlichem finden. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sicher zu den Stollen und wieder zurückkommen. Aber nicht nur Stein und Eisen werden wir für euch suchen. Hier wurden einst Feuerkristalle geschürft. Kristallenes Drachenfeuer, äußerst gefährlich. Die werdet ihr brauchen. Denn euer erstes Ziel sind die Drachensteine. Sie sind die Manifestationen von Aryns erwachender Macht und sie ziehen Drachenbrut an, wie Motten das Licht. Ihr erkennt die Drachensteine an dem weißen Nebel, der von ihnen aufsteigt. Bringt die Feuerkristalle dorthin, sie werden die Drachensteine schmelzen und die Brut vertreiben. Ihr solltet mit den kleineren Drachensteinen anfangen, bevor ihr euch den machtvolleren im Norden nähert. Aber wie ich schon sagte, die Feuerkristalle sind gefährlich. Kommen sie sich zu nahe, wird ihr Feuer entfacht. Deswegen solltet ihr niemals zwei zur gleichen Zeit tragen. Denkt daran. Ist die Drachenbrut erst vertrieben, könnt ihr euch Aryns Hort nähern. Ja. Doch genug geredet. Lasst es uns angehen. Ich schicke meine Schürfer zu den Minen. Kümmert ihr euch um ihren Schutz. Okay, eine der Minen haben wir da bereits entdeckt. Ja, was sagt die Quest? Band 6 kleine Drachensteine. Die Drachensteine bilden sich durch Aryns Macht und ziehen die Drachenbrut an, wie Motten das Licht. Band mit Hilfe der Feuerkristalle zuerst die 6 kleinen. Ja. Band alle 3 großen Drachensteine. Das heißt, wir gucken uns erstmal fertig um, wenn wir das dürfen. Nein, dürfen wir scheinbar nicht. Standhalten, Männer! Sollte aber kein Problem sein. Also ja, wir haben hier nur ein bisschen Eis. Ein bisschen...
Steine.